Stufe 2, der Kontaktprozess. Denken Sie an E-Kiswa, E-Einstellung, K steht für Kontakt. Was meinen wir mit Kontaktprozess? Wir müssen erstmal uns als Menschen dem Kunden verkaufen, bevor wir ihm nachher Möbel verkaufen können. Warum soll der Kunde mit uns reden, wenn er auch einfach nur durch die Ausstellung gehen kann und so lange Möbel gucken kann, bis er das Richtige gefunden hat? Und dann will er jemand, der ihm das Ganze erklärt und ihm einen Schweinepreis macht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, auf einer menschlichen Ebene eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir das nicht schaffen, geht es nur um eins, um die Ware. Und wenn wir nur über die Ware reden, haben wir das Problem, dass dasselbe Möbelstück in 40 Kilometer Umgebung in zig verschiedenen anderen Möbelhäusern steht. Und der Kunde weiß sowieso nicht die einzelnen Eigenschaften, über die man reden soll. Welches Leder ist es? Was ist das für eine Front bei der Küche? Das interessiert den Kunden alles nicht und er weiß es auch nicht. Das Einzige, worüber der Kunde reden kann, ist der Preis. Und diese Gespräche sind äußerst unangenehm. Wir wissen das alle. Wir müssen ein persönliches Band zwischen uns und dem Kunden aufbauen, denn für den Kunden ist es immer das Beste, sich von uns beraten zu lassen und dann mit einem Preis im Kopf und ungefähr dem Modell das Haus zu verlassen. Denn wenn er dann in das nächste Möbelhaus geht und sagt, ich war beim Möbel sowieso, machen Sie mir einen besseren Preis, dann wird in der Regel der bessere Preis gemacht. Das heißt, wir werden den Kunden nicht wiedersehen, es sei denn, wir haben es geschafft, so ein gutes Band zum Kunden aufzubauen auf einer persönlichen, emotionalen Basis, dass es ihm peinlich ist, uns sitzen zu lassen. Dass er entweder wiederkommt oder am besten gleich bei uns abschließt. Das bringt mich zum Thema Wiederkommer. Wiederkommer werden überschätzt. Ja, jeder Möbelverkäufer, mit dem ich jemals geredet habe, sagt, ich habe überdurchschnittlich viele Wiederkommer erwischt. Und jeder Möbelhausbesitzer, mit dem ich jemals geredet habe, und ich habe mit mehreren hundert Möbelhausbesitzern geredet und gearbeitet, sagen, Herr Witt, wir haben wesentlich mehr Wiederkommer als die Konkurrenz. Das kann ja gar nicht sein. Es können nicht alle über dem Durchschnitt liegen. Das heißt, was wir schaffen müssen, ist erstmal den Kunden emotional so an uns zu binden, dass, wenn wir ihm das richtige Möbelstück rausgesucht haben, dass er das dann auch bei uns kauft und nicht die Reise beginnt, um den Preis zu drücken. Was ist unser Etappenziel auf dieser Stufe? Unser Etappenziel ist erreicht, wenn der Kunde lächelt, völlig entspannt ist und sich mit uns über Gott und die Welt unterhält. Das ist das Ziel des Kontaktprozesses. Es geht nicht um die Ware, sondern es geht darum, sich als Menschen erstmal sympathisch zu finden. Unsere Aufgabe ist es, so zu agieren wie der Gastgeber auf einer großen Party, der gar nicht alle Gäste kennt, aber natürlich dafür Sorge tragen muss, dass sie sich alle wohlfühlen und dass die miteinander ins Gespräch kommen. Das ist unsere Aufgabe im Kontaktprozess. Wie machen wir das? Wir sprechen den Kunden erstmal nur von vorne an. Und zwar nur mit Blickkontakt. Wenn wir keinen Blickkontakt haben, ist die Chance, abgewiesen zu werden, sehr, sehr hoch. Wenn wir Blickkontakt haben, sagen wir erstmal nur guten Tag. Solange der Kunde noch unterwegs ist, können wir den nicht ansprechen oder auf jeden Fall nicht mit einer guten Chance, dass er sich mit uns unterhält. Erst wenn der Kunde an der Ware stehen bleibt und sich außerhalb der Zwangswegeführung zu schaffen macht, kommen wir von vorne auf ihn zu. Das heißt, wir müssen auf Rundgang gehen und begrüßen ihn mit einem Eisbrecher. Das heißt, mit einer sehr, sehr unverfänglichen Art der Kontaktaufnahme, wie man das auch macht, wenn man auf einer Fete steht und niemanden kennt und einfach ins Gespräch kommen will. Wie könnte das aussehen? Man kann sagen, guten Tag, herzlich willkommen beim Möbel sowieso. Waren Sie schon mal bei uns? Da sagt der Kunde entweder ja oder nein. Egal, ob er ja oder nein sagt, wir können weiterfragen. Wer fragt, der führt. Und wir müssen mindestens 5 Fragen tief wissen, was wir als nächstes fragen. Wenn der Kunde sagt, ja, ich war schon mal bei Ihnen, fragen wir, ist das länger her oder was vor kürzerem? Wenn es vor kürzerem war, fragen wir, haben Sie einfach nur durchgeschaut oder sind Sie beraten worden? Wenn er sagt, ich bin beraten worden, fragen wir, von wem und geben vielleicht an den Kollegen ab. Oder wir treffen eine bewusste Entscheidung, das doch selber weiterzumachen. Wenn der Kunde neu ist und sagt, nein, ich war noch nie bei Ihnen, dann sagen wir, Mensch, das freut uns. Neukunden sind uns besonders wichtig. Wir haben überwiegend Stammkunden. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Dann gibt es 3 Möglichkeiten. Einmal durch Werbung, zum anderen durch eine Empfehlung. Oder die sind einfach nur vorbeigekommen. Das ist relativ selten. Egal, was Sie antworten, wir können die nächste Frage stellen und so den Kunden weiter in ein Gespräch binden. Das müssen wir so lange tun, bis der Kunde sich so weit entspannt hat, dass er mit uns gerne redet und nicht mehr vor uns weglaufen will. In dem Moment, wo wir ihm die Chance lassen und uns keine Frage mehr einfällt, sagen über 80% der Kunden,
Ja, ich möchte erst mal nur schauen und bums, sind wir raus. Wenn der Eisbrecher klappt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum der Kunde nicht mit uns durch die Ausstellung schauen soll. Das heißt, ein funktionierender Eisbrecher sorgt dafür, dass im Prinzip keine unbegleiteten Kunden mehr in der Ausstellung unterwegs sind, es sei denn, wir haben mehr Kunden als Verkäufer. Und dann kann der Verkäufer die begleiten, die gerade ja, besonders interessiert scheinen. Das ist der Kontaktprozess. Es geht darum, den Kunden zu öffnen. Und dass wir das Etappenziel erreicht haben, merken wir daran, dass der Kunde lächelt und sich mit uns über Gott und die Welt unterhält und entspannt ist.